Wenn man heute sich mit Studierenden unterhält und man fragt, wer von euch will sich noch niederlassen, dann sind das nicht mehr als 20-30%. Und im ländlichen Raum will das meist schon gar keiner. Das heißt, die Mentalität hat sich durchaus geändert. Früher hat man Medizin studiert, um dann seine Assistenzarztzeit zu absolvieren, um dann in die Niederlassung zu gehen. Das ist heute anders. Man möchte heute wenigstens im Team arbeiten. Eine ganz häufig gestellte Forderung von jungen Studierenden in Praxisverbünden, Praxisgemeinschaften, Gemeinschaftspraxen oder eben auch in Netzwerken oder aber, müssen wir auch ganz ehrlich sein, in medizinischen Versorgungszentren. Übrigens gerade aufgrund der Frage Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich danke Ihnen auch, dass Sie angedeutet haben, dass 70% aller Studierenden in Deutschland sind Frauen. Ich will hier nochmal ausdrücklich festhalten, die Kindererziehung, Kinderbetreuung ist nicht nur Sache von Frauen, aber ich habe leicht reden. Meine Frau sitzt mit den beiden Zwillingen in Hannover, wenn ich auf Montage in Berlin bin. Also haben wir das leider so aufgeteilt. Und meine Frau ist auch Ärztin. Und als sie dann nach der Elternzeit gesagt hat, sie möchte jetzt wieder anfangen zu arbeiten, ist sie zu ihrem Chefarzt gegangen und hat gesagt, ich möchte gerne halbtags arbeiten. Hat gesagt, Sie können gerne bei mir halbtags arbeiten, 2 Wochen arbeiten, 2 Wochen nicht arbeiten. Das ist nicht das, was man mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf so gemeinhin verbinden möchte. Und deswegen muss man sich auch an dieser Stelle umstellen, in Kliniken darüber nachzudenken, ob man nicht auch Stationen mit mehreren Halbtagskräften gemeinsam führen kann. Und es erklärt eben den Trend in andere Versorgungsformen als nur die reine klassische Niederlassung. Eben insbesondere auch im Bereich der medizinischen Versorgungszentren.